Meine Lieben, jetzt ist mein Adventskalender schon fast vorbei, aber das Beste kommt ja meistens zum Schluss, heißt es. Deswegen bleibt dran, die nächsten Tage, ganz tolle Sachen haben wir da noch für euch vorbereitet. Und heute, ich muss sagen, ein bisschen stolz bin ich, gibt es was, wie soll ich sagen, ganz Besonderes auch für mich, weil die, die mich kennen und auch schon in Live-Seminaren erlebt haben, die wissen, dass ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Ernährung und auch Pferdeernährung auseinandergesetzt habe. Und dank meines, wie soll ich sagen, mangelernährten und unterernährten Lusitanus Rufino auch zwangsläufig ganz, ganz viele Dinge lernen, verstehen und auch ausprobieren musste. Und jetzt habe ich eine Eigenkreation gemeinsam mit der Katharinenapotheke in Unterhaching an meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvollen Pferdezusatzfutter entwickelt. Das sieht so aus. Zeige ich mal hier so in die Kamera. Das ist jetzt eine super Sondermischung aus allem, wo ich denke, den meisten Pferden fehlt. Nämlich Magnesiumcitrat in Apothekenqualität, Zinkgelat auch in Apothekenqualität, natürlich alles in Apothekenqualität. Dann eine Mischung aus der ganzen Hanfpflanze im Endeffekt, also Hanfblätter, Hanfsamen, geschrotet, damit die Pferde das auch optimal verstoffwechseln können. Und speziell eben auch für die Nieren ganz, ganz wertvolle Brennnessel. Ja, also das ist jetzt wirklich so eine Mischung, wo ich sage, das ist jetzt die Mega-Stoffwechsel- und Vitalstoffmischung. Bin total stolz drauf. Und ja, die gibt es zu gewinnen in meinem Adventskalender, und zwar jeweils eine große Dose davon, ja, und zwar auf facebook.com/sandra.fenzel, auf meiner YouTube-Seite oder YouTube-Kanal youtube.com/sandrafenzel1001 und auch für meine Instagrammer, die ich sehr schätze, die immer ganz nett kommentieren und mitmachen, das ist instagram.com/sandra.fenzel. Also auf allen drei Kanälen jeweils gibt es einen glücklichen Gewinner zu ziehen. In den nächsten ungefähr 12 Stunden könnt ihr mitmachen, also wie immer bis Mitternacht, macht mit, weil diese Mineralstoffmischung, kann ich euch garantieren, das wird jedem Pferd gut tun, das wird wirklich auch den Stoffwechsel ganz extrem anregen von eurem Pferd. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, den meisten Pferden fehlt in erster Linie Zink. Zink ist eigentlich so das Spurenelement, was ganz viele andere Vitalstoffe organisiert. Zinkgelat ist meiner Meinung nach hochwertigste Zinkform. Und eben in Kombination mit den natürlicherweise in diesen Kräutern vorkommenden Aminosäuren optimal für das Pferd zu verstoffwechseln. Ja? Das heißt, es ist nicht nur sehr hochwertig, sondern auch optimal bioverfügbar. Und das ist ganz, ganz wichtig und unterscheidet sich eben auch zu, ich nenne es immer, künstlichen Zusatzfuttern. Und Zink ist eben sehr, sehr wichtig für Haut, Haare, Hufe, aber auch eben für Entgiftung. Das heißt, für normales Gewicht, also zu dicke Pferde nehmen ab. Zu dünne Pferde nehmen auch oft zu dann, ja, weil einfach Zink den ganzen Stoffwechsel organisiert. Ja, auch wenn die Pferde irgendwelche Fettdepots, Schlackenhalse oder solche Sachen haben, ist Zink super wichtig. Auch fürs Zahnfleisch zum Beispiel ist es sehr, sehr wichtig. Auch Stichwort IORTH, diese Zahnfleisch- und Schneidezahnkrankheit, sehe ich persönlich einen sehr, sehr zwingenden kausalen Zusammenhang zwischen schlechter Ernährung oder auch Mangelernährung und dieser eher tragischen, sage ich jetzt mal, Zahnerkrankung, meiner Meinung nach. Und ja, generell auch für den Muskelstoffwechsel sehr gut und fürs Immunsystem, also Stichwort Ekzema, ganz, ganz wichtiges Spurenelement. Ja, und das wäre jetzt mal so das Wichtigste, denke ich, zum Zink. Das Magnesium ist, man nennt es König der Mineralstoffe, das heißt ganz, ganz wichtig auch wiederum, um andere Vitalstoffe zu organisieren. Magnesium wirkt sich auch ganz stark positiv auf einen optimalen Stoffwechsel, also auch hier Stichwort Entgiftung, Stichwort normales Gewicht wirkt es sich aus. Und Magnesium ist natürlich bekannt auch als Muskelentspannungsmineralstoff, ja, das heißt für gute Nerven, für ein entspanntes Pferd, für ein nicht schreckhaftes Pferd ist Magnesium sehr, sehr wichtig. Auch, dass die Pferde eben nicht zu Muskelkater neigen oder zu hohem Muskeltonus, was wiederum eben Blockaden und Verspannungen eben auch
sozusagen den Weg dahin fördert. Also wenn die Pferde Magnesiummangel haben, dann sind sie sehr, sehr oft blockiert und verspannt und das kommt immer wieder. Auch Kolikneigung zum Beispiel kann von einem Magnesiummangel herrühren. Also Magnesium auch ein ganz wichtiger Mengenmineralstoff, auch Aufbau für Knochen zum Beispiel, das wissen viele Leute nicht. Nicht nur Kalzium ist für Knochen extrem wichtig, sondern auch das Magnesium, weil das Magnesium ist sozusagen der Kleber in den Knochen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, habe das auch dokumentiert, dass wirklich wertvolles, hochdosiertes Magnesium, also in dieser Form Magnesiumcitrat, auch bei Arthrosepferden extrem positiv wirkt und sogar eben wirkliche Verknöcherungen wieder abbauen kann. Also für mich ganz super wichtiges Mineral. Ja, Magnesium wird auch unkompliziert ausgeschieden. Das heißt, sollte mal überdosiert sein, dann ist es kein Problem, weil im Endeffekt das Pferd das einfach dann ja, mit seinem Pferdemist ausscheidet. Genau. Und Brennnessel und Hanf sind beides natürlich ganz wichtige Kräuter für auch wieder Stoffwechsel. Ja, auch hier Entgiftung. Brennnessel ein bisschen mehr für die Nieren, Hanf meiner Meinung nach ein bisschen mehr für die Leber. Und eben diese zwei Entgiftungsorgane sind einfach super wichtig, sind heutzutage auch ganz, ganz oft überlastet. Sieht man auch an vielen Labortests, wo Leber- und Nierenwerte eben schlecht sind. Und diese Kombination aus diesen vier Vitalstoffen ist einfach, oder vier Substanzen eigentlich, in Pharmaqualität ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gelungenes Produkt. Dieses Produkt könnt ihr übrigens auch bei der Katharinenapotheke in Unterhaching ab jetzt dann bestellen. Es wird dann auch noch Etiketten und so weiter geben, die gibt es jetzt noch nicht. Aber das könnt ihr dort direkt bestellen, per Telefon oder per E-Mail-Shop, glaube ich, haben die keinen Online, sind keine Apotheke. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass die meisten Pferdebesitzer drauf gewartet haben. Generell wie immer langsam anfüttern, ja, also nicht gleich mit der vollen Dosierung reinhauen. Füttern würde ich für das normale Großpferd circa 4 Esslöffel, es kommt eben ein bisschen darauf an, wie der Gesamtzustand ist und auch was es sonst so kriegt, aber von ungefähr 4 Esslöffeln würde ich mal ausgehen. Und wie gesagt, mit einem Esslöffel würde ich ungefähr anfüttern, ein paar Tage und danach wieder ungefähr einen Esslöffel steigern, dann wieder ein paar Tage und so eben in ungefähr 2 Wochen auf volle Dosierung hochfüttern. Und generell empfehle ich immer, wenn Kräuter mit im Spiel sind, das kurweise zu verabreichen. Das heißt, so eine Erstkur mit circa 3 Monaten, denke ich, wäre ideal. Ja? Und danach würde ich entweder eine Erhaltungsfütterung gehen, das heißt, das Pferd kriegt es dann noch so 2-3 Mal die Woche, also nicht jeden Tag, sondern eben hin und wieder mal oder auch nach mehr Belastung beim Training und oder eben absetzen und dann einfach mal was anderes zufüttern. Aber wie gesagt, ich denke, das ist wirklich was, was ganz vielen Pferden helfen wird. Ich freue mich drauf, wenn ihr das ausprobiert, wenn ihr mitmacht beim Gewinnspiel und drücke ganz fest die Daumen. Und ja, morgen werde ich dann den Gewinner auf den 3 Kanälen bekannt geben, wo sich ein Pferd über ganz, ganz tolles natürliches Zusatzfutter bzw. auch Mineralfutter mit Kräutern in Pharmaqualität freuen wird. Bis morgen, danke fürs Zuhören, deine Sandra.